So, meine Mäuse da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Orphans, die Waisen. Ja, Leon will was von uns, der ist auf dem Rückweg eigentlich, hat sich aber verlaufen und er findet den Weg einfach nicht wieder zurück. Ja. Und Jarek hat sich verlaufen. Habe ich schon ganz verlaufen? Ach nee, er hat sich noch gar nicht verlaufen, er sagte, sonst verläuft er sich. Er ist ja auch auf dem Rückweg, ne? Ja, und dann ist da doch eine Krähe. Ist runtergefallen. Ja, aber es ist eben halt so. Tote Krieger einfach runtergefallen. So, jetzt Leon. Tomji! Ich muss Sandy inzwischen zustimmen. Genau, bevor Sandy zustimmen war es. Das Ganze ist mir auch nicht mehr geheuer. Das hört sich eben aber noch ganz anders an. Ich weiß nicht, Leon, findest du nicht, Sandy übertreibt etwas? Ich glaube, ihr macht euch gerade gegenseitig Angst. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Aber vielleicht liegt sie gar nicht so falsch. Schon mal darüber nachgedacht? Hier passieren so viele Dinge, die sich nicht mal einfach so erklären lassen. Man denkt doch mal drüber nach, Junge. Brot verschimmelt einfach so. Jeden Vorfall. Für sich kann man ja als Zufall abtun, aber vielleicht irgendwie ein Schönreden. Aber inzwischen sind es auch noch etwas zu viele Zufälle, wenn du mich fragst. Weißt du, bisher waren unsere Trips immer eher sowas wie spannende Ausflüge oder so. Man fährt zu irgendeinem alten, verlassenen Gebäude, stellt ein paar Kameras auf und hat eine gute Zeit mit ein paar Freunden. Da trifft es ja jetzt mal die Richtigen, wa? Klar, ein bisschen Nervenkitzel und ein paar Gänsehautmomente gehören dazu. Aber das hier ist anders. Oh, das verschwimmt alles. Cam Treppenhaus Bewegung registriert. Was? Wir warten, wir suchen mal irgendwas jetzt, ob wir irgendwas sehen, aber wir sehen gar nichts. Wow, dieser ganzen Rapperrappelabbel. Muss wahrscheinlich so sein. Bist du das ein Treppenhaus? Was hast du jetzt vor zu tun? Also ich wäre schon lange weg. Bist du das ein Treppenhaus? Leon? Hä? Wovon quatschst du, Junge? Die Kamera ist gerade angegangen. Da war ein Schatten zu sehen. Was, haben wir da echt einen Schatten gesehen? Schade, können wir nicht nochmal gucken, ne? Okay. Sorry, vergiss es wieder. Nein, ich wäre froh, wenn ich endlich ins Treppenhaus, in Treppenhaus wäre. Ich finde einfach keine Treppen mehr, die nach unten führt. Warte mal. Hier liegt etwas. Da liegt etwas. Sieht wie ein alter Schulblock aus. Moment. Momentchen, Puppenchen. Wow, das sind aber lange Momente. Und? Nichts Besonderes. Aufzeichnung, Geschichte, Work. Ist der Block von einem gewissen Thomas S. Steht zumindest vorne drauf. Warte, hier steht noch etwas anderes. Der Junge scheint auf jeden Fall irgendwelche Probleme zu haben. Eine ziemlich verstörende Zeichnung. Zeig mal. Schick doch mal bitte ein Foto. Dafür muss man Premium sein, wa? Damit man das Foto sieht. Heftig. Super heftig. Die Zeichnung des Todes. Sieht echt gruselig aus. Aber so alles mit Krisselkrassel, ne? Ob man auf die Idee kommt und sowas selber wirklich zeichnen könnte.
Muss ich mal ausprobieren. Ich habe mir nie die Mühe gemacht, aus Krickel Krackel irgendwie sowas Heftiges zu malen. Die Krickel Krackel Zeichnung. Oder Krickel Krackel. Und jetzt schau dir das mal an. Eigentlich wollte ich noch einmal mehr in die Nähe dieses Hauses. Ich wollte diesen Ort nie wieder betreten, aber die anderen haben mich ausgelacht und verspotten. Mich einen Spinner, Feigling genannt. Joshua, dieses Arschloch, hat mich einen Freak genannt und mir ins Gesicht gespuckt. Aber heute Nacht werde ich ihnen beweisen, dass ich nicht gelogen habe, dass dieser Ort verflucht ist. Ich werde beweisen, dass ich mir diese Stimme nicht eingebildet habe und dass dieser Geist real sind. Ist. Ich habe Angst. Aber ich werde es ihnen zeigen. Puh. Hast du gelesen? Aber heute Nacht werde ich es beweisen, dass ich nicht gelogen habe. Dass dieser Ort verflucht ist. Oh Mann, klingt ziemlich verzweifelt. Denkst du gerade, was ich denke? Das ist heftig. OMG, du weißt, von wem das sein könnte? Nicht wirklich, was meinst du? Thomas und Joshua. Fuck. Du meinst, das ist der Block von dem Jungen? Von dem Jungen? Sieht für mich ganz danach aus, ohne jeden Zweifel. Ja, jetzt wird es echt unheimlich. Warte mal, da liegt noch etwas auf dem Boden. Bom, 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 bom. Ein Polaroid muss wohl rausgefallen sein, als ich das Heft aufgehoben habe. Alter! Oh, das ist heftiger Shit. Eieiei. Die sieht so aus, ein bisschen aus wie Pennywise, so ein bisschen. Jetzt stellt euch mal so diese roten Dingens hier vor, dann haben wir Pennywise, definitiv. Nur, dass Pennywise Mädchen ist. Kein Mädchen ist. Mein Stuhl sackt schon wieder ab. Ich versinke langsam in den Keller. Verdammt, Leon. Weißt du noch, in dem Drohnenvideo dieses Mädchen? Meinst du, das ist echt? Verflucht, was zur Hölle? Du solltest schleunigst von dort verschwinden. Ja, ich erinnere mich. Du hattest am Fenster ein Mädchen gesehen. Dann war das vielleicht keine Einbildung. Tomji, jetzt ist es offiziell. Ich habe eine scheiß Angst. Ich will nur noch hier raus. Ach du Güte, Gün. Hier scheint es nach unten zu gehen. Tja, davon gehe ich mal aus. Es sieht sehr, sehr, sehr einladend aus, aber alles ist gut. Sandy! Und schon wieder sack ich ab. Immer Step by Step und irgendwann bin ich im Keller. Tomji! Nach allem, was bisher geschehen ist. Und jetzt fallen tote Vögel vom Himmel und ihr haltet das immer noch für normal? Klar! Denkst du denn wirklich, dass ich spinne, Tomji? Ja, ihr habt alle bei den Drohnenvideos wieder auch gesagt, dass ich spinne. Mhm. Ganz genau. Ey, ich hab noch so wenig Blutsalm, ne? Oh, Mann. Nein, Sandy, das denke ich nicht. Du wirkst gerade wirklich sehr angespannt. Vielleicht war das mit dem Folie auch doch nur ein Zufall. Das glaube ich auch. Verschlechtert, natürlich. Es müssen immer gleich Hexen am Hexenberg sein, ne? Das glaubst du doch wohl selbst nicht, Tomji. Mach doch bitte mal die Augen auf. Wir sind in Gefahr. Vögel fallen vom Himmel. Und Jerick ist so verdammt blauäugig. Will es nicht wahrhaben.
Ich hab ihn ja wirklich gern, aber manchmal könnte ich ihn... So. Egal! Mhm. Egal. Nach diesem Traum, da hatte ich schon ein ganz mulmiges Gefühl. Doch spätestens als Tammy den vergammelten Proviant gefunden hat, hätte es uns allen klar sein müssen, dass hier etwas nicht stimmt. Oder als Leon, der sich normalerweise in den verwinkelsten Gemäuern problemlos zurechtfindet, sich plötzlich hoffnungslos verläuft. Oder diese Nachricht, rette uns, findet mich. Das sind alles Zufälle. Was war das für ein Traum? Ich brauche einen neuen Bürostuhl, er sagt immer ab dir. Also, auf der Fahrt mit Jarek hierher? Ich war eingeschlafen und hatte diesen Albtraum. Es war einfach nur unheimlich. Ein Albtraum, worum ging's denn? Wir fuhren über diese einsame Landstraße. Weit und breit nichts, außer diesem verdammten Wald. Im Radio lief gerade Hell's Bells von AC/DC. Plötzlich war der Sender weg, nur noch Rauschen. Jarek versuchte einen anderen Sender zu finden, als plötzlich das Auto den Geist aufgab. Von einem Moment auf den anderen ging nichts mehr. Der Motor und die Lichter gingen aus. Echt unheimlich, aber es war ja zum Glück nur ein Traum. Ja, aber es war so ganz seltsam. Wir standen also auf dieser Landstraße. Um uns herum nichts außer dieser beeindruckenden Stille, bedrückende Stille. Dieser Dunkelheit. Jerry stieg aus und nach dem Motor zu sehen. Die Luft war eiskalt und es begann neblig zu werden. Auf jeden Fall. Plötzlich ging das Radio wieder an. Das ist doch gut. In einer höllischen Lautstärke. Es klang wie Schreie, verzweifelte Schreie von Kindern. Es klang so hoffnungslos. Ich krieg eine Gänsehaut. Oh Mann, krass. Hallo Lotte. Ja, aber das Krasseste kommt erst. Nein, es war noch nicht alles. Auf einen Schlag ging der Motor und die Lampen wieder an. Jarek schloss die Motorhaube. Er? Seine Augen? Da war irgendwas mit seinen Augen. Und hinter ihm, da stand eine Gruppe Kinder. Sie standen einfach da, im Scheinwerferlicht. Hand in Hand und starrten durch die Windschutzscheibe. Sie waren so blass. Dann hoben sie die Arme. Sie zeigten auf mich. Sie schienen irgendwas zu sagen. Aber ich konnte es nicht verstehen. Und Jarek, seine Augen. Mir läuft das eiskalt den Rücken runter, wenn ich daran denke. Und mit einmal war wieder das Lied im Radio und ich wachte auf. Okay. Na, das ist doch schön. Echt heftig. Gib zu, das ist wirklich einartig. Hey, es war nur ein Traum. Verschlechtert. Nee, verbessert. Okay. Okay, hätte ich nicht gedacht. Ich weiß auch nicht, Tom G. Das kann doch alles kein Zufall mehr sein. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendetwas Schreckliches passiert ist. Sandy, du musst die Nerven bewahren. Hey, sowas wie Geister gibt es nicht. Zugegeben fällt mir auch schwer, da noch an Zufälle zu glauben. Ich spüre es schon die ganze Zeit. Mit diesem Waisenhaus stimmt etwas nicht. Ich werde jetzt die Medikamente für Tammy holen und zurück zu diesem verdammten Speisesaal gehen. Und dann werde ich abhauen. Mit oder ohne Jarek und die anderen. Das ist aber mutig von dir. Dein Auto wird aber nicht anspringen. Weil ich es sabotiert habe. Triff bitte keine unüberlegten Entscheidungen, Sandy. Du sollst auf gar keinen Fall alleine gehen. Ihr solltet alle von dort verschwinden, gemeinsam.
Okay, sie schreibt nicht mehr zurück. Ich glaube, die ist angepischert. So, meine Kinderchen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Reinschalten und ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Also bis bald, Rian.